So, meine Lieben, in diesem Video geht es um das Buch Frühstück mit Seneca. Ein philosophischer Leitfaden für ein glückliches Leben von David Fiedler. So, in diesem Video möchte ich mit euch einmal darüber sprechen, ja, warum ich das Buch gelesen habe, warum ich mich für das Thema interessiert habe und was es mir gebracht hat, was die Key Learnings sind und ob ich das Buch weiterempfehlen würde. So. Würde ich das Buch weiterempfehlen? Definitiv. So, kann ich euch direkt sagen, für all die, die sich das für das Thema Philosophie, Geistliches, so ein bisschen mit sich selber auch beschäftigen, interessieren, ein bisschen zur Ruhe kommen möchten, glücklicher werden möchten, definitiv. Das Buch ist richtig gut beschrieben oder geschrieben. Tolle Geschichten, ja. Es geht um den Stoizismus, ja. Und ich bin ein Riesenfan davon, mir solche Geschichten durchzulesen, vor allem wenn sie gut geschrieben sind. Ja, man hat auch gemerkt in dem Buch, das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Texte dahergerotzt, sondern es liest sich wirklich wie Butter und man kann wirklich abschalten und dieses Buch genießen. Ja, für jeden, der sich für das Buch interessiert, übrigens, ne, bevor ich jetzt hier weitermache, der Link zu dem Buch, ja, ist in der Videobeschreibung. Ja, für jeden, der sich für das Buch interessiert, klickt gerne über die Videobeschreibung auf das Buch und dann kommt ihr direkt zu Amazon und könnt euch das Buch da direkt bestellen. Und damit unterstützt ihr auch den YouTube-Kanal, den ich hier mache. Gut, legen wir direkt mal los. Also warum habe ich mich mit dem Buch beschäftigt? Ja, ganz ehrlich, ich bin in den letzten Zeiten, gerade auch was die ganze Kriegssituation angeht, so ein bisschen hin und weg und ich suche einfach mal so ein bisschen oder habe einfach mal so ein bisschen Stoff auch gesucht neben diesem ganzen Business vorantreiben, neben diesen ganzen geopolitischen Themen. Ja, ich beschäftige mich mit Geopolitik sehr intensiv, ja, nicht nur durch die Nachrichten, sondern auch durch Bücher. Ja, keine Frage. Ich habe echt sehr gute Bücher gefunden. Die Macht der Geografie, ja, die Macht der Geografie des 21. Jahrhunderts. Da habe ich auch hier schon Videos zu gemacht. Richtig, richtig gute Bücher, wenn man mal das ganze Thema Geopolitik verstehen möchte. Ja, ich möchte jetzt nicht zu sehr abdriften, aber ich habe halt genau dieses Sinnsuchende wieder gesucht und habe deswegen mich mit dem Buch beschäftigt, ja, weil ich auch gesehen habe, das ist eines der neuen Titel aus dem Finanzbuchverlag. Und ich bin ja sowieso immer ein Fan von den Büchern aus dem Finanzbuchverlag. Sind immer gute Bücher, sind immer gute Titel, gute Autoren. Hat mich auch nicht wirklich enttäuscht, ja, das gefällt mir schon sehr gut und ich gucke da immer regelmäßig rein, ja, was gibt es da für Neuerscheinungen und da war jetzt letzten Monat das Buch Frühstück mit Seneca drin und ich habe es genossen. Ich habe zu der Zeit auch von Einzelgänger übrigens YouTube-Videos mir angeschaut, ne, zum Thema Stoizismus und Philosophie, ja, wie geht man mit Disziplin um, wie geht man mit Flow um? Wie findet man den Sinn des Lebens? All das, ja, gibt es auch in dem Buch und immer in schönen Stories beschrieben. Ja, da geht es dann wirklich darum, wie geht man mit diesen ganzen Widrigkeiten um? Ja, Emotionen, Trauer, Angst, Wut, Verzweiflung, Stolz. Ja, Stolz ist so Wahnsinn, wie oft uns das zurückhält, ja, vor allem auch zu erkennen, wann handeln wir in Stolz oder durch Stolz, wann hält uns Stolz zurück. Also wirklich ein richtig, richtig gutes Werk. Und ja, ich finde es auch interessant. Also Seneca, ich weiß nicht, wer von euch das jetzt hier weiß, ja, das ist ja Philosophie des Römischen Reiches, ja, Seneca lebte vor vielen tausend Jahren. Ja, ich glaube, es waren 2.000 oder 3.000 Jahre. Ich weiß es jetzt nicht mehr 100%, nagelt mich da nicht fest, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wann das war. Ja, könnt das ja mal gerne recherchieren. Oder ich schreibe es, wenn ich daran nachher denke. Aber es ist schon sehr interessant, wie diese Sachen, wie zeitlos diese Sachen sind und wie sie uns heute wieder betreffen. Ja, es ist wirklich super interessant und die Herausforderungen des Lebens sind immer noch die gleichen, ja. Wie gesagt, also ich habe die Geschichten nochmal gelesen, ich habe auch mal so ein bisschen mit mir dann auch abgeglichen, ich bin auch mal in mich gegangen und habe viel über mich selber auch gelernt. Und zu der Zeit, wo ich das Buch gelesen habe, ich habe das auch jetzt nicht so weggesnackt, ja, so nach dem Motto Speed Reading, hier jeden Tag zwei Bücher, war nicht. Ich habe mir da Zeit gelassen, ich habe auch, bin da Kapitel für Kapitel durchgegangen und habe mir auch öfters mal Gedanken darüber gemacht. Viel reflektiert, ja. Das kann ich euch sagen. Es gibt Bücher, ja, da ist es wichtig,
Konzepte zu verstehen, zu lernen, aufzunehmen und direkt in die Umsetzung zu gehen. Ja, auch nicht ewig sich an solchen Büchern dranhalten, ja, sondern lesen, lernen, umsetzen. Aber es gibt auch Bücher wie genau solche. Ja, wenn man auch in der Tiefe etwas erarbeiten möchte, dann muss man einfach reflektieren. Ja, und das ist mir mit dem Buch gelungen. Und dieses Buch hat mich halt auch wieder so ein bisschen aufgerafft, ja, resilienter gemacht und sorgt dafür, dass ich wieder mit so einer positiven Stimmung in die Zukunft gehe. Und ich freue mich schon sehr auf das kommende Jahr 2023. Ich bin jetzt gerade noch dabei, wir haben ja jetzt hier Ende Oktober die letzten Themen in diesem Jahr fertigzustellen, ja, und mich auf das kommende Jahr 2023 vorzubereiten. Ich freue mich riesig drauf und ich danke dem Autor David Fiedler. Oh, kommt ihm wirklich nicht gerecht, dass ich mich da jetzt versprochen habe. Aber ein weiteres Versprechen war ja auch, dass ich diese Key-Learning-Videos frei aufnehme und nicht schneide oder lösche. Ja, von daher bleibt der Versprecher jetzt drin. Ich bedanke mich beim Autor für dieses wundervolle Buch und möchte mich bei euch auch verabschieden. Ja, denn wir kommen jetzt zum Ende des Videos. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Macht's gut!